herzlich willkommen hier zum Spielwelten-Podcast im Oktober. Schon wieder Podcast, schon wieder Oktober, mein Gott. Ja, Sonderfolge direkt vor der Spiel, also im Prinzip einfach nur die Oktoberfolge etwas vorgezogen, aber wahrscheinlich werden wir direkt nach der Spiel auch noch was bringen, deswegen Sonderfolge einfach. Ist das jetzt die Sonderfolge? Ja. Weil es ja nicht hier wie gewohnt letzter Mittwoch im Monat ist, sondern vorher. Ihr werdet auch sagen sicherlich, oh Gott, jetzt muss ich die zweimal im Monat ertragen, wer will denn sowas? Ja, das ist schlimm sowas, aber wir können leider nichts dran ändern. Ja, müsst ihr jetzt mit leben. Genau. Ja, wir starten ganz normal mit unseren gespielten Spielen. Ja. Die Liste ist diesmal natürlich jetzt nicht so wahnsinnig lang, weil wir ja nicht so viel Zeit zwischen den Folgen hatten. Genau. Ja, womit fangen wir an? Du hast mitgespielt im Prinzip nur, oder hast du sonst nochmal eigenmächtig? Ich habe nur Sachen, die du jetzt auch auf der Liste hast. Ich werde mich dann einklinken, wenn du sie nennst. Sind auch nur zwei diesmal wieder. Gut, ist ja mein Schnitt wäre ja eigentlich vier im Monat. Das wäre ja eigentlich so, dass... Du spielst viel zu wenig in letzter Zeit. Ne? Also das muss wieder besser werden. Ja, was haben wir gespielt? Wir haben Skylands gespielt von Queen Games. Mhm. Ja, ich muss sagen, irgendwie... es wird dem Verlag gerecht. Das nett formuliert, ja. Also erstmal grundsätzlich, ich habe eigentlich nichts gegen Queen Games. Die haben halt, und das ist halt, trifft auch auf das Spiel wirklich zu, es passt gut ins Verlagsprogramm. Es ist halt so ein typisches Spiel, was man spielen kann, was durchaus auch Spaß macht, was man aber danach auch wieder irgendwie vergessen hat. Also ja. Da ist jetzt nichts Spektakuläres, was irgendwie hängen bleibt. Ich fand es von der Idee her eigentlich sehr witzig. Spielerisch ist es doch ein bisschen arg dünn dann, ne? Ich fand es einfach nur, ja, so nichtssagend. So. Man macht Sachen, aber es ist. Man hat ja nur vier Aktionen zur Auswahl und es ist wirklich. Einige sind überhaupt nicht möglich zu einem gewissen Zeitpunkt im Spiel, weil man aufgrund der logischen Abfolge. Also es geht ja darum, sich so fliegende Inseln zusammen zu puzzeln auf seinem Tableau. Die muss man natürlich vorher durch eine Aktion sich besorgt haben. So teils. Dann platziert man darauf Elfen verschiedener Farben und dann kann man mit denen was machen. Ja. Die entweder halt in Punkte ummünzen oder die benutzen, um da neue Spezialteile zu kaufen. Ja, und also sowas, ne? Auch sehr abstrakt das Ganze. Das könnte alles sein. Ne? Das könnten auch irgendwelche, einfach, das sind im Grunde nur farbige Steine, die man da drauflegt. Ja, ne? Ja. Ich fände es, also erstmal. Ne, gebe ich dir da völlig recht. Also diese vier Aktionen ist natürlich A, schon mal wenig und B, machen die auch eigentlich nur in bestimmten Reihenfolgen Sinn. Das heißt, das Spiel spielt sich also in weiten Teilen auch sehr von alleine. Da muss man also nicht häufig eine ernsthafte Entscheidung treffen. Dann kommt auch dazu, dass man ja dann auch so diesen Mechanismus hat, dass quasi alle immer das Gleiche, also die Aktion, die ausgelöst wird, gilt dann immer für alle. Wieder die Variante, derjenige, der es auslöst, hat halt noch eine besondere Sache dann mit dabei. Der kann dann billiger kaufen oder... die Aktion doppelt machen oder was weiß ich, was es da im Einzelnen war. Was mich viel mehr so ein bisschen traurig gestimmt hat, ist, dass man man hat so ein Tableau, wo man seine Inseln dann drauf baut. Und wenn man einmal so drauf guckt auf die Anleitung, welche Teile gibt es denn da eigentlich zum Inselbauen, dann stellt man fest, jo, das sind eigentlich alles dieselben. Da gibt es irgendwie, also es ist so Carcassonne-mäßig die Stadtteile so ein bisschen, in die Richtung geht's. Und von dem, wo man quasi mal sowas groß bauen kann, dass man in drei Richtungen sich ausbreiten kann damit, da gibt es von jeder Farbe genau ein Teil im ganzen Spiel. Das ist natürlich schon arg wenig. Ne? Da gibt es also auch wenig Spekulationen. Mache ich die auf, kriege ich die noch zu oder so, weil das sind fast alles immer nur Endstücke. Also die meisten Inseln sehen auf, ich mache sie auf, ich mache sie zu. Ja. Und das ist auch nicht unbedingt vorteilhaft, wenn sie extrem groß werden, die Inseln. Also da hätte man schon irgendwie ein bisschen mehr noch rausholen können, finde ich. Ja, also ein Spiel, das wir jetzt nicht unbedingt nochmal spielen müssen. Ich denke, da kann ich für dich sprechen, aber Gott, ist nur nicht schlimm. Ich würde es auch nochmal mitspielen, aber jetzt aktiv sagen, ja, das muss nochmal am Tisch, würde ich jetzt auch nicht so sehen. Genau. Ja, dann habe ich nochmal ein, zwei Partien Root gespielt und es wird immer noch nicht langweilig. Habe jetzt auf dem Spieleabend wiederum es einer neuen Person erklären können. Der andere, der kam erst später bei einer anderen Partie dazu. Ja, nur am Rande. Ja, aber macht immer noch Spaß und einer hatte mal in den Kommentaren zu meiner Rezension geschrieben, dass er den Eindruck hatte, der Startspieler würde immer gewinnen, das ist aber nicht so. Das Bei uns auch, glaube ich, beide Male so, die ich das gespielt habe. Das mag aber auch daran liegen, dass die Katzen jeweils, die ja sowieso gefühlt
na, ich will nicht sagen, es am einfachsten haben. Also letztes Mal war es schon extrem knapp und aber die haben natürlich erstmal eine komfortable Ausgangslage. Oder wir können natürlich auch Katzenspieler ein bisschen in die Bredouille bringen. Wer es nicht schafft, mit den Katzen zu gewinnen, da sollte man mal drüber nachdenken, an wen es liegen könnte. Ja, letzte Partie haben tatsächlich die Katzen nicht gewonnen, sondern ich mit den Horst-Dynastien. Ja, ist halt so. Kommen halt viele Faktoren in dem Spiel zusammen und ja, wenn man mich halt so machen lässt. Ich glaube, das ist tatsächlich in dem Spiel, also was mir wohl, was natürlich ist, und ich habe den Kommentar auch gelesen, da muss ich auch tatsächlich zustimmen, es ist natürlich schon etwas gemeint von dem Mechanismus des Spiels, dass das Spiel dann vorbei ist, sobald einer seine Siegbedingungen erfüllt hat. Ist ja unüblich. Normalerweise hat jeder nochmal die Chance dran zu kommen, dass jeder zumindest dieselbe Anzahl von Runden hatte. Das ist in dem Spiel halt anders. Wenn der Startspieler Schluss macht, dann ist auch sofort Schluss. Dann hat er quasi technisch wirklich eine Runde mehr gehabt als die anderen. Auf der anderen Seite muss man einfach sagen, bei dem Spiel kommt es viel mehr darauf an, würde ich behaupten, wie die anderen, also wie das Spiel verläuft von seiner Dynamik. Genau. Wer ist derjenige, der meistens dann irgendwie angegriffen wird und kann da einer, vielleicht schafft es einer, sich da so durchzuwursteln, dass er möglichst schadlos rauskommt, ne? Kann er seine Strategie also es liegt wirklich an den Spielern. Ja, klar. Also wenn alle auf die Katzen gehen, was auch im ersten Moment ja durchaus Sinn machen würde, dann haben die halt einfach ein ganz schweres Leben. Oder jeder andere, wenn alle auf den gehen. Ja, genau. Die Horst-Dynastie hat unheimliche Probleme, sobald einmal diese Dynastie da zusammenbricht. Und das kann man ja als Gegner auch durchaus provozieren. Man sieht ja, was ausliegt und da kann man natürlich genau drauf gehen. Ah, bisher hat das noch keiner so wirklich drauf angelegt, aber da bin ich mal gespannt drauf, wie das dann ist, wenn die wirklich, sobald die dann spitz kriegen, der muss jetzt hier an der Hasenlichtung rekrutieren nächste Runde, dann hauen wir immer alle Hasenlichtungen weg und dann wollen wir mal sehen. Ne? Ich habe es beim letzten Mal probiert, aber da habe ich immer die ganze Zeit auch einen am Deckel gekriegt, was auch völlig legitim war. Ihr merkt schon, das Spiel wächst bei mir durchaus auch ein bisschen. Also ich finde es echt. Für so eine Art Spiel gefällt es mir echt gut. Ob ich dem jetzt persönlich eine 7 gegeben hätte, weiß ich nicht, aber... Ich glaube nicht, aber... Es gibt aber durchaus unverdientere 7. Sieben, ja. Dann... Womit machen wir weiter? Machen wir mit Brass weiter. Jo. Was wir jetzt endlich auch mal gemeinsam spielen konnten. Wieder eins abgetragen vom Pile of Shame, der mittlerweile extrem und erfreulich klein geworden ist. Ich kann also wieder neue Sachen kaufen. Ja, ist ja jetzt bald wieder Nachschubzeit. Genau. Ich bin begeistert. Also ich finde das Spiel wirklich ziemlich genial. Es hat so ein paar Kleinigkeiten drin, die es ein bisschen unkomfortabel machen. Zumindest jetzt in der ersten Partie. Das ist wahrscheinlich auch eine Gewöhnungssache. Weil man ja diese zwei Zeitalter spielt mit Kanälen und mit Zügen. Und es ist mir mehrfach passiert, dass ich halt drauf geguckt habe, alles klar, dann gehe ich da hin und dann festgestellt habe, ach verdammt, das ist ja erst in einem, also manche, entschuldigt, in manchen Verbindungen hat man beide, sowohl Kanäle als auch Schienen und manchmal hat man nur Kanal, nur Schiene. Und man guckt drauf, sieht, ach, die sind verbunden, wunderbar, und dann stellt man fest, wenn man es dann aktiv durchführen will, ach verdammt, die Verbindung gibt es ja noch gar nicht. Oder nicht mehr. Ja. Wobei es selten, also diese Nur-Kanal-Verbindung ist, glaube ich, nur ein oder zwei, ja. Aber bei den Schienen ist das schon häufiger so, dass man dann in der Kanalphase schon direkt verbinden will und dann, Ja, aber hat dich das gar nicht so gestört mit den Karten, dass du quasi deinen Handkarten ausgeliefert bist und dann da... So nee, fühlte sich für mich nicht so an. Also, ich meine, natürlich hat man, ich kann mich entsinnen, ich hatte einmal so eine Stelle, wo ich dachte, ach verdammt, da hätte ich jetzt eigentlich gern das gemacht, da passen meine Karten nicht mehr zu. Aber tatsächlich fühlte es sich schon, weil man ja auch wirklich verschiedenste Möglichkeiten hat, das zu umgehen. Ja, das war jetzt im letzten Zug, glaube ich, da hätte ich mehr rausholen können, wenn ich dann jetzt noch die passende Karte gehabt hätte. Da ist es dann halt in dem Moment einfach Glück oder Pech. Aber so während des Spiels, finde ich, kann man das wunderbar austüfteln, dass man da drum rumkommt. Naja, angesichts unseres doch recht knappen Punktestandes hätte das doch den Sieg. Das ist richtig. Aber das ist auch, das war in dem Fall wirklich das Quäntchen Glück, was man halt in so einem Spiel hat. Ja, wir hatten tatsächlich Punktgleichstand. Es hat dann nachher das höhere Einkommen entschieden, was ich ziemlich faszinierend finde, dafür, dass die Punkte relativ hoch waren. Ja. Ich finde es einfach, das ist eins von den Spielen, wo ich dann zumindest am Ende da gestanden habe, beziehungsweise so kurz vor Ende und gedacht habe, wie? Karten gezählt? Noch zwei Runden, dann ist vorbei. Ich habe doch gerade erst angefangen. Ja, das. Jetzt geht's, kannst du erst richtig losgehen. So ist es eben, ne? Das ist. Auch wenn es natürlich
dauert das Spiel. Also es war nicht deutlich kurz, ne? Über eine Stunde, vielleicht sogar zwei. Ja, irgendwie sowas. Wir haben schon länger gespielt, aber es fühlte sich überhaupt nicht danach an für mich. Also es war wirklich so dieses, oh, nächster Zug, komm noch weiter. Was ich halt tatsächlich einfach auch sagen muss beim Spiel, dass der, ich finde die Mechanismen da drin, die da so ineinander greifen, einfach unheimlich clever geregelt. Dass man halt sein Tableau, dass man abbaut, dass man auch dann mit Entwicklung quasi einfach unnütze Sachen schon mal wegschmeißen kann und direkt an die besseren Sachen rankommt. Habe ich so jetzt auch viel Unnützes, sondern auch Sachen, die weniger lukrativ sind. Ja, okay. Ja, manchmal auch Unnütze. Bei den Schiffserforschungsdingern da muss man erstmal was abarbeiten. Ja, und dass du dann, wenn du in das zweite Zeitalter gehst, dass dann die alten Technologien nicht mehr, also ich nicht mehr bauen darfst. Ich sag mal, dieses Brett an sich, ne, wo die eigenen Teile drauf sind, das fand ich halt ziemlich cool geregelt. Ich mag sowas immer, wenn man irgendwie so an Leisten oder so an Stapeln sich weiterarbeiten kann. Und dass man die Plättchen halt quasi umdreht, also dass die quasi inaktiv sozusagen, mehr oder weniger punktemäßig inaktiv aufs Brett kommen, dass man die erst abarbeiten muss dann, also bei einer Kohlemine muss erst alle Kohle runter, damit man das dann punkten kann und so. Sehr cleverer Mechanismus, funktioniert wirklich richtig gut auch. Ist ja auch sinnvoll, bloß weil die Kohle da ist, ne, hast du ja noch nichts davon. Du kriegst ja erst Geld und Ansehen, wenn die auch die Sachen beliefert, ne? Ja. Also da kann man einfach mal sagen, ein Spiel, was zu Recht sehr beliebt ist. Also ich meine, ich bin ja jetzt auch ein absoluter Spätzünder, was das Spiel angeht. Das ist ja vom Grunde her schon ewig alt. Fast 10 Jahre oder so mittlerweile. Ja, aber... Aber immer noch gut. Macht es deswegen nicht schlechter. Jo. Ja, dann waren noch ein paar Partien, so 4, glaube ich, von dem, was du schon als Messeneuheit... Genau. Hier geholt hast. Carnival of Monsters. Das habe ich mir gar nicht gekauft, sondern der Kai. Aber ich habe es jetzt einfach mal hier hingestellt. So. Ja. Ne? Und es macht unglaublich viel Spaß, auch wenn es ein reines Drafting-Game ist, was eigentlich nicht so ganz mein Fall ist, weil ich immer so finde, das ist eigentlich so als reiner Mechanismus recht witzlos, aber ist doch gar nicht so. Ja, ich könnte ja jetzt sagen, ne? Nicht ohne Grund auf meiner Liste gewesen. Ja, genau. Also ich habe es dann bei der Vorspiel geholt. Also Vorspiel? Ja, eine kleine schöne Veranstaltung bei Roskoten in Duisburg, wo man eben schon mal ein paar Messeneuheiten testen konnte. Das gehört jetzt nicht dazu, zu den Spielen, die man testen konnte, aber man konnte es immerhin kaufen. Dann. Kannst du nicht testen, kannst aber kaufen. Ja, testen konnte man viele kleinere Sachen, so, wo dann auch eben die Erklärbären da waren. Century war da auch aufgebaut, na, der dritte Teil. Naja, ich war jetzt nicht so wahnsinnig begeistert. Vielleicht werde ich es mir nur aus komplettistischen Gründen mal kaufen. Du hast den ersten Teil gar nicht. Den kann ich mir auch zur Not noch nachkaufen. Oder aber zumindest, dass wir dann zusammen... Dann können wir mal einmal das Große spielen. Ne? Genau, da hat man halt so kleine Arbeiter auf... das sind keine einzelnen Inselteile mehr, sondern eben Festland mit Lichtungen, wie ich das so gesehen habe. Da platziert man auch Arbeiter drauf, diese Miepel, aber ist nicht in dem Sinne wie Worker Placement, sondern eher so als Ressource. Ja, und... ansonsten sieht es doch recht ähnlich aus zu dem, was schon da ist. Tausche grüne in braune Würfel oder sonst was. Ja, ich muss ja sagen, ich hatte ja eigentlich ein bisschen drauf gehofft, aber das scheint es ja insgesamt auch nicht zu... Also es scheint ja so zu sein, dass es wirklich dasselbe System durchgezogen ist, ne, nur in anderen Variationen, wie es dann ausgeführt wird. Ich hatte ja eigentlich die Hoffnung, dass das quasi verschiedene... also jedes Spiel so einen eigenen Mechanismus im Fokus hat, die man dann halt zu einem größeren Spiel zusammenbringen kann. Das hätte ich halt irgendwie lustiger gefunden als dreimal Würfeltauschmechanismus. Zumal ich finde, in der Art und Weise, wie er im ersten Teil umgesetzt ist, finde ich es halt schon am besten. Ist natürlich vielleicht auch unklug, wenn man mit der besten Variation anfängt. Na, weiß ich nicht. Wenn du schon jetzt die schlechteste nimmst, dann gucken ja, die Leute vielleicht die anderen gar nicht mehr stimmt. an. Aus verkaufstechnischer Sicht ist es natürlich was besser, wenn man erst das Optimum rausbringt und dann eher Nachzügler, die dann vielleicht nicht mehr so gut sind, dass die Leute dann vielleicht trotzdem noch kaufen. Aber das ganze Konzept ist doch, man könnte es vielleicht doch besser machen, aber es war ein netter Versuch. Also man kann aber auch auf der anderen Seite sehen, es hat einen Grund, warum das kein Standardverfahren ist. Ne? Warum man normalerweise ein fertiges Spiel im Ganzen rausbringt. Und dann eben Erweiterungen rausbringt, die dann die einzelnen Elemente vielleicht hinzufügen. Ja. Ne? Aber so. Wobei, da könnte man ja auch schon fast wieder... Ich weiß gar nicht, ob wir das nicht sogar schon mal gemacht haben. Wir haben schon so viele Podcasts gemacht in den Jahren jetzt.
Notwendigkeit oder beziehungsweise die Frage, ob es überhaupt Sinn macht, so wie Spieleverleger das heute häufig machen, ein Spiel direkt mit Erweiterungen zu veröffentlichen. Da frage ich mich immer, ne? Also Erweiterung ein Jahr später macht für mich Sinn, aber wenn ich sage, hier ist das Spiel und ich habe auch direkt eine Erweiterung dazu, da frage ich mich, warum ist denn das dann da nicht mit drin? Weil einige Leute vielleicht dann nur das günstigere Grundspiel haben wollen, weil die Erweiterung dann, ja, die macht die Sache natürlich teurer und wenn man es erstmal nur testen will und es ohne Erweiterung funktioniert, warum nicht? Ja, aber ich, das ist halt so, ich weiß nicht, für mich hat das auch wieder so einen Fadenbeigeschmack irgendwie so ein bisschen. Kann man so oder so sehen, ne? Aber warum denn nicht doch so sehen, dass du ein billigeres Grundspiel kriegst mit weniger Material, was auch funktioniert und wenn du Bock drauf hast, kannst du direkt noch die Erweiterung kaufen. So kann man es natürlich auch machen. Ne? Aber problematisch wird es immer dann, wenn die Erweiterung notwendig ist, um das Spiel überhaupt sinnvoll spielen zu können. Ja gut, klar, das ist dann wiederum eine andere Sache. Weil mir da jetzt auch nicht viele Beispiele einfallen würden, wo ich sage, da braucht man eine Erweiterung zu. Meistens sind die ja doch eher Gimmick als wirklich notwendig. Was so Living Card Games angeht oder so, ne, oder wie heißt denn das jetzt nicht, wenn es nicht von Fantasy Flight ist, die Dinger? Ist das ein Markenname? Living Card Game, Begriff? Ja. Oh, mhm. Wusste ich gar nicht. Meine doch, ja. Das, genau, Living Card Game, ja, ist von Fantasy Flight. Ich tappe meine Karten auch grundsätzlich immer, egal von welchem Hersteller. Du erschöpfst die natürlich. Ja. Wie dem auch sei, aber gerade ja, da macht's halt, da ist es sehr sinnvoll, sich Erweiterungen zu holen und die komplettieren das Spiel natürlich dann auch erst wirklich Schritt für Schritt. Ja, ansonsten weiß ich nicht. Aber jetzt gibt es ja auch viele Neuerscheinungen, die Erweiterungen sind auf der Messe. Aber ja, du hast jetzt gar nicht so viel geholt da, ne? Oder in deine Liste auch. Genau, ja, ich habe zum einen habe ich bewusst Erweiterungen ein bisschen außen vor gelassen, weil ich halt eher so den Fokus hatte, was gibt's denn Neues so richtig, ne? Also ich finde eine Erweiterung, wenn es das Spiel ist, was man sowieso total gerne spielt und so, klar guckt man dann immer drauf und ich werde mir wahrscheinlich auch die eine oder andere Erweiterung dann vielleicht gönnen. Aber ich wollte halt vor allen Dingen die wirklichen echten Neuerscheinungen quasi in den Fokus rücken. Das ist ja tatsächlich sogar, glaube ich, sogar ein Jahr der Erweiterung. Also es gibt ja wahnsinnig viele, zumindest zu sehr namhaften Spielen auch. Also ich habe gesehen, da ist ja, ich möchte nicht vorgreifen, Chris, du machst ja wahrscheinlich gleich noch ein paar. Ja, du kannst ruhig vorgreifen. Aber was habe ich alles gesehen? Terra Mystica kriegt eine Erweiterung, Anachrony kriegt Erweiterung, nicht drauf. Tricarion kriegt Erweiterung. Auch nicht drauf. Through the Ages kriegt eine Erweiterung. Ja, eine weiß ich, die kommt gleich auf jeden Fall noch, die sage ich jetzt nicht. Die hatte ich schon genannt, glaube ich. Also Spirit Island kriegt eine Erweiterung, oder meinst du? Nee. Ich dachte, du meinst jetzt hier Robinson Crusoe Erweiterung. Genau, kriegt auch eine Erweiterung. Also es kommen wahnsinnig viele Erweiterungen. Race for the Galaxy kriegt sogar 3 Stück, glaube ich, diesmal. Ja, also warum nicht, ne? Wenn halt. Also ich denke mal, man kann Leute eher davon überzeugen, zu einem gut funktionierenden Spiel eine Erweiterung zu kaufen, als ein komplett neues Spiel. Es gibt einen Grund, warum Food Chain Magnate. Warum Filmproduzenten lieber eine Fortsetzung drehen als einen komplett neuen Film. Ne? Dann weißt du halt, jo, die Leute, die den ersten Teil gesehen haben, gehen im Zweifel auch in den zweiten Teil. Die Leute, die das Spiel gekauft haben, kaufen zum großen Teil wahrscheinlich auch eine Erweiterung dazu. Genau. Ja, ich wollte ja jetzt noch eine größere Liste vorstellen, aber ich muss sagen, die ist gar nicht so viel größer geworden von meinen Must-Sees. Also, ich habe mich da echt zurückgehalten. Ich weiß nicht, ob ich Eclipse schon drauf hatte. Ich glaube nicht. Second Dawn for the Galaxy. Ist, glaube ich, auch noch gar nicht da. Das ist noch nicht da, dann brauche ich es auch nicht. Aber wenn es da wäre, dann würde ich es mir näher angucken wollen. So. Also da ist es bestimmt als Demo-Version, aber ich glaube nicht käuflich zu erwerben. Ja, Machikoro Legacy, okay. Ja, ist eben eine witzige Sache. Wahrscheinlich auch nicht so super teuer, kann man mal machen. Warte, ich habe meine Liste auch wieder mit. Ich habe mal so ein bisschen aktualisiert schon. Machikoro Legacy ist UVP 45,30 €. Gut, für ein Machikoro natürlich verdammt viel Geld. Da kriegt man irgendwie 3 Grundspiele für, wenn nicht gar 4. Aber Gott, was soll's. Moonshiners of the Apocalypse hatte ich auch schon genannt. On Mars war die Sache, Adventure. On Mars greife ich nochmal kurz. Ja, hattet ihr auch gepostet in den Kommentaren, habe ich mir auch nochmal angeguckt. Ist ja auch mittlerweile, ist tatsächlich auf Deutsch schon auch angekündigt. Da weiß ich gerade gar nicht genau. Hui, holla, 134 €. Also ich fand ja schon die 110 von der englischen Auflage eine Frechheit, aber die 134, die sehe ich da nicht. Also da bin ich doch ein bisschen, da kriege ich so ein bisschen Bauchweh bei.
Ja, das ist eine Hausnummer. Ja, gut. Muss man halt mit leben, wenn man das haben will. Ansonsten. Also das wäre für mich auch. Halt nicht. Wenn das im preislich so im Rahmen 70 Euro liegen würde, dann würde ich das blind, könnte ich jetzt schon sagen, dann hätte ich es sogar wahrscheinlich schon vorbestellt. Die 110 sind mir eigentlich schon zu viel und 134 im Leben nicht. Also, ne, das ist es mir echt nicht wert. Ja, da muss man halt schauen, ne? Mal gucken. Also, was es mir auf jeden Fall wert ist, ist hier die Robinson Crusoe Erweiterung, hatte ich auch schon genannt. Macht Sinn, ja. Ne? Ja, Spirit Island, hatte ich ja gesagt, brauche ich nicht unbedingt eine Erweiterung. Vielleicht werde ich da aber doch schwach werden. Also, weil ich finde das Spiel ja verdammt gut. Auch wenn es in letzter Zeit irgendwie doch gar nicht mehr so auf den Tisch kommt. Vielleicht haben viele doch so ein bisschen Respekt davor, weil es erstmal relativ lang dauert, viel Gelaber ist und ja, irgendwann fühlen die Leute sich vielleicht ein bisschen eingeschüchtert quasi gegenüber Leuten, die das Spiel häufiger gespielt haben, weil sie dann eben nicht die ganzen Karten schon kennen und wissen, was die beste Wahl wäre und wie die Geister gut mit ihren Fähigkeiten gut zu kombinieren sind und so weiter. Ja, Spirit Island ist halt tatsächlich, ist schon ein spezialgelagerter Sonderfall. Muss ich auskennen, ja. Das ist schon echt hochkomplex, die Interaktion, die da stattfindet. Save the Meeples. Ja, hatte ich ja letztes Mal auch schon erwähnt. Hat's schon erwähnt. Werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Terror Below habe ich jetzt auch ein bisschen auf die Herzchenliste genommen. Wolltest du aber sowieso angucken, insofern, warum soll ich mir das auch nochmal holen? Ja, aber es ist so wahnsinnig viel, ich bin sowas von erschlagen. Ich lasse mich da einfach berieseln. Also, und werde dann mal gucken, was sich noch so, ja, was mir über den Weg läuft. Ja, mir ist übrigens auch schon was über den Weg gelaufen. Ja, dann zeig mal, was dir über den Weg gelaufen ist. Ich habe das erste Spiel von der Liste schon abgearbeitet. So. Dinosaur Island. Habe ich gesehen, kann man schon käuflich erwerben im Onlinehandel und war mal locker flockig. Euro 50 günstiger. Also ich habe da jetzt irgendwie knapp über 50 Euro für bezahlt. Fand ich jetzt doch tatsächlich so einen Schnapper, da konnte ich nicht dran vorbeigehen. Ja, ich habe schon mal reingeguckt und schon mal so grob mir das zurechtgelegt, wie das funktioniert. Ich bin begeistert. Also Material ist top. Man muss ein bisschen mit dem Magenta Pink klarkommen. Das ist leider etwas... Ja, ist... Ich kann es mal kurz zeigen. Komme ich gerade gut dran. Also das sind die Dinosaurier. Das ist der Hauptkritikpunkt an dem Spiel. Ich habe schon überlegt, ob ich die umlackiere. Aber ansonsten, das Material ist wirklich super. Die haben also auch diese... Ist das alles... Ne, die sind unterschiedlich. Ne, das sind alles dieselben. Das sind alles dieselben? Ja, das sind alles Triceratopse. Das ist übrigens mal ein Ziehbeutel. Da sind nur ein paar Miepel drin, ne? Aber da kann man mal richtig ziehen. Finde ich echt... Ziehschaukel. Ja. Ja, das ist schon eine. Also, der sieht auch vom Material her sehr, ja, sehr ordentlich aus. Ist auch top bestickt, ne? Ist top, ja. Das wollte ich noch kurz zeigen. Das finde ich halt auch immer. Ich meine, ist mittlerweile ja nicht mehr so die ultimative Neuigkeit. Ich weiß nicht, ob ihr das im Video sehen könnt. Halt diese Vertiefung in den Bögen, wenn quasi zweimal Pappe hintereinander geklebt ist und die einen dann ausgestanzt. Ist einfach eine geniale Möglichkeit, wie man relativ kostengünstig ein richtig schönes Tableau machen kann. Dass die Sachen nicht verrutschen, ne? Ja, man kann da natürlich auch die Kosten auslagern, das nicht machen und dann Leute animieren, irgendwelche Plexiglas-Dinger oder was auch immer da zu kaufen, die dann so viel kosten wie das Spiel selbst. Ja, ich weiß es nicht, was für ein Spiel das zum Beispiel sein könnte. Ja, aber, ne? Aber, ja, vielleicht im Weltall irgendwo so. Ja, auf anderen Planeten, keine Ahnung. Das war übrigens bei Roskoten auch schon da. Da haben wir auch darüber geredet, dass dieses Bild da, falls du das nochmal zeigen willst, dieser T-Rex oder so, den Eindruck erweckt, das wären irgendwie so zwei Gorilla-Gesichter, die nach links und rechts gucken. Dass einige Leute das dafür halten. Das, ja, kommt schon hin. Ne? So. Also quasi hier die... ne? Also ich weiß nicht, das ist irgendwie... Designtechnisch nicht gut. Nee, oder? Nee, ist dass, es nicht. Dass so dieser Eindruck erweckt wird. Ne? Also, mein, das ist ja, da kann Feuerland in dem Sinne auch nicht wirklich was für. Das ist ja im Originalverlag auch schon so gewesen. Ich kann mich entsinnen, ich bin da vor 2 Jahren auch mehrfach drum rumgeschlichen und habe echt lange überlegt, ob ich mir das da schon holen sollte. Da war es allerdings A, deutlich teurer.
auf Englisch und das Design hat mich ein bisschen abgeschreckt. Jetzt das weiß ich halt. Das Design ist nicht besser geworden. Das Design ist nicht besser geworden. Ich weiß jetzt aber, dass man, wenn man das Design mal so. Wobei, ich finde, im Spiel selber ist es besser. Also, es ist vor allen Dingen die Box, die jetzt nicht wirklich schön geworden ist. Ist ja auch Geschmackssache, muss man auch sagen. Aber für meinen Geschmack ist sie nicht wirklich schön geworden. Aber das Spiel ist tatsächlich eine Hausnummer, würde ich meinen. Naja, man kann natürlich sagen, die weckt erstmal Aufmerksamkeit und vielleicht auch Neugier. Aber gut, wenn es dann dazu führt, geh weg damit, ich kann es nicht sehen, ist vielleicht dann doch nicht so gut. Also ich bin künstlerisch A, nicht besonders interessiert, B, auch überhaupt nicht bewandert oder noch irgendwie, dass ich selber künstlerisch aktiv werden könnte. Aber wenn ich an Dinosaurier denke, und da sind etliche Dinosaurier drin so, ne, ich glaube, da hätte ich selbst ich mit meinen begrenzten Möglichkeiten was hinbekommen, was zumindest mir besser gefallen hätte. Ja, die Zeichnungen an sich sind ja okay, wenn man jetzt die Anordnung der Bilder außer Acht lässt. Ist einfach unglücklich gewählt und die Farben sind ja hauptsächlich das, worum es geht. Naja, gut. Ja, was die Spiele angeht, sind wir eigentlich schon durch, ne? Soweit. Ja, wir sind jetzt, hat sich bei mir noch irgendwas getan? Genau, was ich schon mal sagen kann noch, Tapestry hatte ich ja beim letzten Mal auch groß gelobt, dass ich das sehr, sehr spannend finde. Kommt aber erst auf Deutsch und da warte ich dann in dem Fall drauf im Juli 2020, also ungefähr in einem guten halben Jahr, etwas mehr. War jetzt vorbestellbar auch schon. Ich persönlich bestelle normalerweise nichts vor. Von daher, ich warte dann einfach, bis es dann im normalen Handel dann erhältlich ist. Also das dann von der Liste quasi für mich erstmal gestrichen. Ich werde es mir aber wahrscheinlich trotzdem mal angucken, trotz allem schon mal. Weil ich das eigentlich gar nicht bräuchte. Ich weiß, das will ich sowieso haben. Hat sich sonst noch irgendwas groß getan? Ja, was ich wohl gesehen habe, ist, dass man auch wieder aufpassen soll. Da möchte ich jetzt auch keinem reinreden und da sollt ihr selber am besten eure Gedanken euch zu machen. Tipp, guckt euch mal an, welche Spiele eventuell jetzt schon gelistet sind bei irgendwelchen Online-Händlern oder so, was die da kosten, was die auf der Spiel kosten sollen. Also ich habe so ein paar Kandidaten, da weiß ich jetzt schon, die werde ich mir auf der Spiel deswegen nicht kaufen, weil ich sie jetzt schon deutlich billiger im Onlinehandel kriegen kann. Gut, das war jetzt ein so ein Kandidat, den habe ich jetzt auch schon gezeigt, aber da waren noch ein paar krassere Fälle dabei. Sind allerdings dann auch meistens von kleineren Verlagen, die möchte ich jetzt dann auch, denen möchte ich ihre Chance nicht nehmen, dass sie da was verkaufen können eventuell. Nur so als Tipp, guckt euch, wenn ihr ein Spiel wirklich unbedingt haben wollt, guckt euch auch mal an, was kostet das denn so im freien Handel. Und ist es vielleicht sogar schon da? Ja, genau. Also der Kandidat, der bei mir in dem Fall da in Frage käme, wäre natürlich hier Sternfahrer von Catan oder Catan-Sternfahrer, wie es ja jetzt heißt. Ja. Das wird man sicherlich im freien Handel noch lange Zeit kaufen können. Ja. Und ja, das wird bestimmt nicht teurer werden. Ne? Also vielleicht, denn wir wollten ja, glaube ich, auch nochmal so kurz so ein paar Sachen zusammenfassen. Haben wir ja auch schon letzte Mal gemacht, ich glaube davor auch schon. Generell so, wie man, was so Tipps sind zu Spiel, die wir so mitgeben können, was unsere Erfahrungen sind, was Sinn macht, was nicht Sinn macht. Von Kosmos braucht man kein Spiel auf der Spiel unbedingt kaufen. Na, also diese großen, wirklich großen namhaften Verlage, die kriegt man wirklich überall sonst auch. Also da ist es dann eher so die Frage, wenn man vielleicht irgendwo ein Schnäppchen sieht, das wirklich extrem günstig ist, weil das irgendeiner von den Multiverlag-Händlern, sag ich mal, da hat für einen echt guten Kurs. Dann, klar, aber ansonsten bei Kosmos selber braucht man, glaube ich, auf der Spiel nicht unbedingt was kaufen. Außer die haben irgendwelche tollen Gimmicks dabei, die man unbedingt haben will. Da bin ich nicht so hinterher. Ich brauche keine Goodies dazu. Ich habe lieber bare Münze gespart. Ja, aber oder man will es auf jeden Fall sofort in Händen halten oder ist im Kaufrausch oder sonst was. Weiß nicht, wohin mit seinem Geld. Klar, na, also das wäre so mein erster Tipp generell. Ne? Also wenn ihr euch unbedingt was kaufen wollt auf der Spiel, dann guckt eher nach so kleineren Nischensachen, die man sonst nicht oder nur sehr schwer bekommen kann. Bei größeren Sachen guckt auch immer, oder habt immer im Hinterkopf, Spiel ist nicht immer der günstigste Ort, wo man sowas kaufen kann. Ja, das wären so erstmal zwei Tipps dazu. Man kann schon ganz schöne Schnäppchen da machen. Ja, das auf jeden Fall. Da werde ich auch dieses Jahr hoffentlich mehr wieder drauf achten, weil letztes Jahr habe ich einfach das Problem gehabt, das, was mich wirklich interessiert hat, hatte ich dann auch schon. Das ist nämlich dann der Fehler, den man dann gerne mal macht, wenn man dann im Rausch ist. Man kauft sich alles, was man irgendwie interessant findet, direkt dann da. Und im nächsten Jahr steht man dann da vor den ganzen tollen Sonderangeboten, stell fest hier, oder das sind die, die ich letztes Jahr zum Vollpreis gekauft habe, die ich jetzt für ein Drittel bis Hälfte kriegen würde. Ja, aber dafür... Ist auch nicht immer schade. Ne? Also Noria verstehe ich bis heute nicht, warum das so dermaßen rausgeramscht wird. Aber dafür braucht man ja heutzutage wirklich
maximal auch die Hälfte bezahlen. Haben wahrscheinlich zu viel für die Nachfrage produziert. Ja, vielleicht. Oder es kam wirklich auch nicht so gut an. Ich habe da ja durchaus auch... Also ich habe jetzt nie so mitbekommen, dass es extrem niedergemacht wurde, aber so den riesen durchschlagenden Erfolg hattest du in der breiten Masse wohl nicht. Was ich persönlich... für mich eins der Highlights letztes Jahr. Ja, war aber... War letztes oder vorletztes Jahr? Vorletztes war es sogar. Ja. Mein Gott. Ja, das ist schon eine Weile her. Ja, aber... So ist es eben, ne? Also ich habe es auch häufiger mal erlebt, dass da doch eine gewisse Abneigung gegen dieses Spiel aufgekommen ist. Und, aber gut, das ist natürlich jetzt auch nicht jedermanns Sache. Man muss schon ein bisschen nachdenken dabei. Ja. Ja, ich persönlich finde Noria ja auch wirklich ein Top-Spiel. Also für mich vielleicht sogar das Highlight oder zumindest in meiner Top 3 der vorletzten Spiel. Ich kann da überhaupt nichts Negatives drüber sagen. Ich fand es echt super. Tja, so ist es eben. Schlecker sind verschieden. Genau. Ja, was wäre noch ein schöner Tipp für die Spiel? Ich habe gelesen, ich glaube, ist auch schon beantwortet, aber nochmal im Video liest ja vielleicht immer jeder jeden Kommentar durch. Ja, Trolleys kann man mit zur Spiel nehmen. Nein, verboten sind sie nicht. Ja, die anderen werden euch hassen. Das ist so kurz zusammengefasst. Also, ich will mal differenzieren. Das geht ja immer schön darum, zu differenzieren. Wenn ihr so ein Ding mit 4 Rollen habt, das ihr vor euch herschieben könnt und auch im Blick habt und niemandem in die Hacken fahrt, dann ist das okay. Dann kann man da sehr bequem durchaus eine Menge an Spielen mit unterbringen. Gut, es wird natürlich dann immer mal eng werden, ne, und das ist dann nicht so komfortabel. Und ihr werdet vielleicht nicht immer... umgehen können, mal einen bei einem anzuecken oder so. Okay, aber das ist verkraftbar. Wenn ihr das hinter euch herzieht, lasst es. Ja. Ihr werdet selber keine Freunde da finden. Und es ist auch sicherlich nicht angenehm, ne? Wenn dann Leute dann ständig dagegen treten, irgendwas dagegen schlägt oder sonst was, man nicht weiß, wem man da gerade über die Füße fährt oder sonst was. Das ist sehr, sehr unkomfortabel, irgendwas hinter sich herzuschleifen. Aber es ist natürlich auch nicht besser, weiß ich nicht, mit 10 Taschen unter den Armen dann da rumzurennen. Dann also ich meine, gerade für die, das ist ja definitiv eher eine Frage auch für Leute, die jetzt vielleicht noch nicht da waren. Ihr müsst euch wirklich vor Augen führen, diese Messe ist brutal voll. Also gerade am Wochenende, Samstag, Sonntag, ist da die Hölle los. Und gerade in den großen Hallen, wo die namhaften großen Verlage sind, da kommt man schon als Einzelperson so kaum noch durch und muss echt Zeit einplanen, um irgendwie sich da durchzuschieben, wenn man dann auch nur irgendwas dabei hat. Von so einem Trolley reden wir noch nicht mal. Selbst ein normaler Rucksack. Also Rucksack ist auch ganz schlecht eigentlich, weil beim Drehen habe ich also auch schon, also ich nicht selber, sondern ich bin da schon getroffen worden mehrfach. Ja, da muss man... Am besten sind wirklich im Zweifel, ich schwöre da nach wie vor drauf, diese Ikea oder sonstigen. Mittlerweile habe ich auch eine von Feuerland. Dann brauche ich jetzt keinen Fremdhersteller nennen. Feuerland zum Beispiel hat auch so schöne Tragetäschchen. Ihr kennt sie alle, die von Ikea letztendlich. Da passt ordentlich was rein. Die sind auch vor allen Dingen, haben die eine große Öffnung. Da kann man also guter Zeug reinladen. Ne? Weil meistens kauft man auch irgendwie, muss das dann irgendwie verstauen. Und die haben den riesen Vorteil, man kann die flexibel nach vorne und nach hinten nehmen. Je nachdem, wie man sich versucht, gerade irgendwo durchzuschieben, hat man die immer so, dass man dann versucht, möglichst keinen damit umzurennen. Und man wird es trotzdem nicht ganz vermeiden können. Ich bin auch von diesen Asmodee-Taschen sehr begeistert, die quasi die, wo die ja, Grundfläche des Bodens eben einer Spieleschachtel, einer Standardspieleschachtel entspricht. Gibt's auch noch, ja. Aber da gibt es mittlerweile ganz gute. Ich werde ja tatsächlich jetzt mal den Versuch starten, mit so einem Spielerucksack rumzulaufen. Mal gucken, wie beliebt ich mich damit mache. Ja, die Spielerucksäcke haben halt auch die, ich meine, wenn man die halt so hinstellt, ich meine, so ein Spiel hat halt immer so 32 mal 32 ungefähr. Man ist nach hinten dann ein bisschen länger und so eine Drehung. Ja gut, man muss sich mit dem Drehen ein bisschen ja, vorsehen, aber im Zweifelsfall ist es doch besser, als den Raum zur Seite zu haben. Weil wenn ich durchpasse, dann passt der Rucksack ja auch durch. Genau. Na, guck, dreht man sich mal schnell um. Wo sind eigentlich die anderen? Patsch. Oh, Entschuldigung. Ja, gerade ich, der ja jetzt darauf angewiesen ist, wegen meiner eingeschränkten Sicht, sich ein bisschen mehr umzugucken. Ja, ich muss halt den Kopf mehr drehen, nicht selber. Also es ist eine Gewöhnungssache, klar, aber ich denke, ich werde es schaffen, ohne da großartige Randale zu veranstalten. Wobei, also das klingt jetzt so dramatisch. Ich habe noch nicht erlebt, dass da einer ernsthaft körperlich angegangen wurde. Aber so einen bösen Blick oder so, den erntet man im Zweifel schon. Blöde Kommentare oder so.
Ne, das kann dann doch schon mal vorkommen. Ja. Und wer weiß, wie genervt die Leute sind. Ja. Wenn jetzt schon der Zehnte einem da mit so einem Rolli über den Trolley, über den Fuß gefahren ist, dann reagiert man beim Anblick des Elften vielleicht nicht mehr so entspannt. Aber ich grundsätzlich sagen muss, also gerade die ersten Tage, Donnerstag, Freitag, die sind meistens noch ein bisschen leerer, also ein bisschen. Und da ist halt tatsächlich vor allen Dingen das komplett nerdige Publikum da. Klar, logisch, ne? Am Samstag, Sonntag, da hat man natürlich dann auch schon mal eher noch mehr Familien und so, die halt mit Spielen jetzt auch nicht wahnsinnig viel am Hut haben, sondern einfach, ach komm, wir machen einen schönen Familienausflug, Spiel, da gehen wir doch mal hin mit dem Kleinen oder so. Ne? Die sind dann meistens auch eher ein bisschen ungehaltener. Ne? So die Vollnerds, die man donnerstags trifft, die sind dann im Zweifel noch ein bisschen umgänglicher. Ja, ich weiß nicht. Dafür hast du dann eventuell Kinderwegen oder sowas. Kinderwagen? Wagen. 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 Holt die Kisten von die Wagen. Ja, aber auch kleine Kinder generell. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Also seid auf jeden Fall rücksichtsvoll. Also es wird eng. Ja. Und Taschen helfen da nicht immer. Vielleicht mal häufiger zum Auto gehen, wenn ihr mit dem Auto angereist seid, auch wenn es vielleicht ein kleinerer Fußweg ist. Ja, Parkplatz werden wir wahrscheinlich wieder... Ja, hat sich einfach bewährt. Kann ich nach wie vor nur empfehlen. Ich habe jetzt aber diesmal gar nicht... Was ist das? P10? 10. Der Ausweichparkplatz. Es macht, finde ich, absolut keinen Sinn, zu versuchen, an einem der direkt an der Messe liegenden Parkplätze zu parken. Man müsste entweder sehr, sehr früh da sein. Red macht das immer so. Die ist immer schon um, weiß ich nicht, 7 Uhr oder so dann da. Gut, da muss man halt da die Zeit totschlagen. Wenn man jetzt mit einer Gruppe Leute da ist, ist das im Zweifel auch machbar. Muss ich aber nicht haben. Ich bin eh nicht so der riesen Frühaufsteher. Ich bin froh um jede Minute, die ich länger im Bett bleiben kann. Und warum denn dann 2 Stunden auf den Einlass warten, wenn man auch ganz entspannt dann pünktlich da sein kann und dann mit dem Shuttlebus rüberfahren? Gut, der fährt ein paar Minütchen, aber da muss man halt nicht selber fahren. Und vor allen Dingen hat es den riesen Vorteil, man kann von der Autobahn direkt auf den Parkplatz fahren. Man muss also auch nicht, ich meine, je nachdem wie man fährt. Ich weiß, früher bin ich immer über die A40 gekommen und dann musste ich noch quer durch Essen durchfahren. Und der Teil hat mich also dermaßen immer gestresst, weil Essen auch nicht unbedingt eine geile Stadt ist zum drin Autofahren. Ich glaube, man kann von der 59 ist das, kann man glaube ich auch oben rum zur Messe kommen. Da fährt man relativ kurz nur durch die Stadt selber und hat auch nur so eine dicke Hauptstraße, glaube ich, die man da benutzen kann. Aber ne, andere ist viel besser. Von der Autobahn, zack, auf den Parkplatz, top. Genau. Dann auf jeden Fall, wenn ihr neu sein solltet, dann plant auch ein, wenn ihr dann zur Toröffnung da seid, dass ihr dann auch nochmal mitunter eine Stunde warten müsst, solltet ihr noch keine Tickets haben, denn der Andrang ist groß und bis das sich so alles so eingespielt hat, ja, also es ist vielleicht nicht verkehrt, vielleicht so 11 oder 12 Uhr als Anreise ins Auge zu fassen, dann dürfte es nämlich relativ leer sein im Eingangsbereich. Ja. Man kann direkt durchgehen. Ja gut, vielleicht sind einige ganz seltene Dinge dann weg. Aber was vielleicht auch ein ganz guter Tipp ist, solltet ihr vorher schon eine Karte haben, achtet drauf, wenn ihr euch anstellt. Das ist meistens so eine riesen Traube. Die wollen alle erstmal zur Kasse. Ihr braucht da nicht nochmal durch, weil ihr könnt euch dann seitlich vorbei... Ich meine, da ist auch dann meistens schon voll. Wenn man früh da ist, also quasi vor Toröffnung, aber nicht früh, so 10 Minuten bevor es losgeht, ist da halt der ganze Innenraum voll, je nachdem, an welchem Eingang ihr steht. Aber ihr braucht nicht auch noch durch die Kassen durch. Das dauert dann nochmal wesentlich länger. Seht zu, dass ihr seitlich an den Kassen vorbeikommt und dann direkt Richtung Eingang kommt. Also für Online-Tickets gibt man eigentlich auch einen eigenen Eingang. Ne? Ja, also, ja, da muss man auch, also das habe ich beim letzten Mal auch so gar nicht verstanden. Da habe ich mich auch so mit den Leuten, die neben mir an der Schlange standen, die dann da anstanden. Da musste man den richtigen Eingang erwischen. Das war aber nirgendwo vorher angeschlagen, dass man wissen konnte, welcher der richtige Eingang ist. Dann hast du dann dich mit 1000 Leuten da durchgeprügelt, dann stehst du dann da, ja, hier nicht Online-Ticket, das hätten sie wissen müssen, so ungefähr. Ne? Da habe ich auch gesagt, also, das fand ich merkwürdig. Ja, aber gut. Ich würde generell sagen, also sowohl was das angeht, auch auf der Messe selber, geht mit dem richtigen Mindset dahin. Also ich gehe da immer so mit dem Feeling hin, ich bin im Urlaub jetzt hier. Ich habe keinen Termindruck. Wenn er 3 Stunden dauert, dauert er 3 Stunden. Und wenn ich, also wirklich so mit so einer Scheiß-Egal-Haltung so ein bisschen dahin gehe. Nicht irgendwie so irgendwie, ich muss da jetzt hin und das muss jetzt schnell gehen. Und
ihr werdet dann keine Freude haben. Also ne, je gelassener ihr da seid, umso entspannter wird das Ganze am Ende. Ja, aber ich hoffe mal, du warst dann den Termin, den wir am Freitag haben. Denn da sollten wir dann schon hinkommen und auch pünktlich. Ne? Ja, also genau. Meet and Play. Genau, das haben wir noch irgendwelche Tipps, das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Ansonsten guckt nochmal in die letzten Jahresvideos rein, haben wir im Zweifel auch nochmal was dazu gesagt, aber ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte. Man muss doch nicht alles immer neu sagen. Essen kann man da kaufen, man darf auch Getränke und Essen mit reinnehmen, die Taschen werden kontrolliert, ob ihr irgendwelche gefährlichen Sachen mit reinschleppt. Ansonsten, ja, das ist aber auch meist nur so eine Proforma-Sache. Ja. Und ich glaube, letztes Jahr haben die nicht mal also jeden, sondern nur stichprobenartig die Taschen kontrolliert. Meine ich zumindest. Also, ja, irgendwie so. Ich musste zumindest nicht jedes Mal meinen Rucksack öffnen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die letztes Jahr überhaupt jemals bei mir kontrolliert hatten. Ja, vorher weiß ich, da hatten sie mal einmal kontrolliert. Jo, genau, ganz wichtig, vielleicht sogar wichtiger als das noch, ihr wollt ja sicherlich uns mal, also ich meine, man kann uns natürlich auch so da immer mal theoretisch treffen, ne? Ist auch jedes Jahr immer ganz nett und wir freuen uns auch immer drüber, wenn jemand uns anspricht, man macht das wirklich gerne. Aber es ist halt eine große Messe, man verliert, oder wenn man bewusst dahin geht, den möchte ich jetzt mal treffen, das wird nicht funktionieren. Deswegen machen wir das dieses Jahr so, dass wir bei Meet and Play sind. Also ihr habt diesmal wirklich einen festen Ort, festen Termin, wenn ihr sagt, boah, den muss ich mal ins Gesicht sagen, was für ein scheiß Spielegeschmack die eigentlich haben. Oder auch das Gegenteil und sagen, hey, mit denen möchte ich unbedingt mal was spielen. Jetzt kommst du, weil du hast die Information. Ja, dann am Freitag von 14 bis 18 Uhr sind wir dann da vor Ort. Dann den Ort werde ich nochmal in den Link schreiben. Das ist irgendwann ja, ein Saal da. Ne? Also ich weiß nicht mehr, wie der Saal heißt. Super vorbereitet. Top. Ja, einmal aber, mit Profis. Genau. Ich hoffe, wir finden ihn selber da. Aber ich denke, das wird schon hinhauen. Ihr erreicht ihn auf jeden Fall dann über die Treppen in dem großen Eingangsbereich. Aber das wird sicherlich auch ausgeschildert sein, denke ich mal. Insofern werdet ihr euch da nicht verlaufen. Ja, kommt vorbei, setzt euch an den Spieltisch und zockt mit uns eure. Vielleicht sowas wie Carnival of Monsters oder was ihr mitbringt. Und vielleicht plaudern wir einfach nur. Ansonsten, wir kriegen die Zeit schon rum. Genau. Denn wir haben viele Neuigkeiten sicherlich da, die wir dann auch so spielen könnten. Ja, es gibt keinerlei Listen oder so. Also wer zuerst kommt, malt im Zweifelsfall zuerst. Und ich weiß auch nicht, wie die Tischaufteilung da ist. Insofern, also der Saal soll groß sein, das weiß ich. Also dass genug Platz ist. Ne, aber wie viel Raum den einzelnen Tischen jetzt, also den einzelnen Blocks zugeteilt ist an Quadratmetern, das weiß ich nicht. Also ja, ich gehe doch mal vor, dass wir die Hälfte kriegen und die anderen können sich um den Rest kümmern. Genau. Ist halt die Frage, ob man jedes Spiel da auf den Tisch bringen kann, von Platzgründen her. Aber sowas wie Carnival of Monsters wird auf jeden Fall gehen. Ansonsten sind da auch sicherlich noch ganz viele andere. Man wird ja sicherlich dann auch eher kleinere Spiele spielen. Macht absolut, ist logisch. Also ich glaube, so ein 3-Stunden-Klopper, bei dem man vorher noch 2 Stunden Regeln erklären muss. Gut, dann sind wir eh schon eine Stunde über unser Zeitlimit, aber allein deswegen macht das keinen Sinn. Ne? Genau. 19 Uhr ist ja auch Torschluss da, das heißt, zu viel überziehen können wir da gar nicht. Ne? Es liegt nicht an uns. Die werden uns im Zweifelsfall da rausschmeißen. Genau. Ne? Also ne? Nach Torschluss sollte da sich keiner mehr auf. Da sind nur noch die VIPs wirklich, die dann noch nach Torschluss in den Hallen sein können und dazu gehören wir ja nicht. Schade. Ja. Was gibt's sonst noch Neues? Jo. Du fährst schon mal. Ja, fang du an. Wir haben ja einen Lego-Katalog. Ne? Oha. Du bist ja schon lange ein großer Klimmbaustein-Freund. Genau. Ich war ein bisschen irritiert. Ich habe, als ich das hier so gelesen habe, Lego, habe ich gedacht, ist das nicht dieses Fake-Xingbao? Ich glaube schon, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob alle Zuschauer da wirklich was mit anfangen können mit dem Begriff, aber Klemmbausteine sind generell Legosteine. Genau, also ist ein Gattungsbegriff, so wie Tempo und Papiertaschentuch. Ne? Also Lego ist eine spezielle Firma, aber eigentlich nennt man ja alles, was irgendwie so diese kompatible Klemmart hat, ein Legostein. Offizieller Begriff wäre Klemmbaustein. Ja, ich glaube, der Grosi und ich, wir sind also beide durchaus begeisterte Bauer und auch Lego natürlich. Die haben schon ein paar coole Sachen,
Aber halt auch wirklich ein paar andere Sachen, die ich immer ganz spannend finde. Also die Alternativhersteller, die haben echt richtig aufgeholt. Ja, aber das war jetzt nicht mal meine Idee. Die haben dich so ein bisschen infiziert, habe ich das Gefühl. Ja, so ein bisschen. Also es wird auf jeden Fall ein paar Videos am Rande zu Klemmbausteinen geben hier auf dem Kanal. Sollte euch das nicht interessieren, kein Problem, ignoriert sie einfach. Ne? Genauso wie ihr vielleicht ein Spiel nicht anklickt, also ein Video zu einem Spiel nicht anklickt, was euch nicht interessiert, dann könnt ihr das auch einfach weglassen. Ansonsten wird es eben alternativ zu deinen Basteleien, zu denen wir auch noch was sagen müssen, montags, am Montage montags, vielleicht mal so ein bisschen hier so kleinere Aufbauvideos geben, die jetzt nämlich ohne großen Aufwand und wegen mangelndem Ton auch tagsüber ganz gut produziert werden können von mir. Also klar, nochmal, ne, dass da keiner irgendwie Angst kriegt oder so. Das ist nur so ein... Also es wird jetzt nicht so sein, dass der Kanal sich langsam in einen Klemmbaustein-Kanal umwandelt oder so, sondern es ist einfach nur so ein Gimmick nebenher. Ein Zusatzangebot. Apropos Zusatzangebot, du hast es ja schon in den Raum gestellt. Ja. Der Fenrir bastelt, und zwar ganz fleißig bastel ich im Moment. Ich habe mich jetzt so ein bisschen damit auseinandergesetzt, die Videos alle dann selber aufzunehmen und dann auch später zu schneiden und so, um zum einen Kim ein wenig zu entlasten, zum anderen halt, weil das zeitlich ansonsten gar nicht gehen würde bei größeren Sachen. Ich habe jetzt gerade nämlich ein großes Projekt, bei dem ich beschäftigt bin. Das sind jetzt schon, weiß ich gar nicht, 4 Stunden Rohmaterial. Also so, das Video wird bei weitem nicht so lang werden. Wird wahrscheinlich auch ein Mehrteiler. Ja, das hat sich jetzt aber ein bisschen hingezogen. Ne? Zum einen muss man ja die Zeit dann auch erstmal am Tag finden. Dann ist mein Hobel noch kaputt gegangen, da hat sich was verkeilt und dann ist mir der Keilriemen gerissen. Da musste ich erst auf mein Ersatzteil warten, um da weitermachen zu können. Hast du das eigentlich noch als Video? Das habe ich auch als Video, ja. Wobei das relativ unspektakulär ist. Man hört halt ein fieses Quietschen, wenn der Riemen durchdreht quasi und der Hobel bleibt halt ansonsten stehen. Ja. Aber ist auf jeden Fall im Video vorhanden. Ich habe mir auch einmal schön ins Kabel gefräst. Habe ich auch auf Video. Das Kabel fräsen? Ja. Das ins Fräsenkabel fräsen. Ins Fräsenkabel fräsen. Dann durfte ich auch noch den Lötkolben einmal kurz rausholen und das Kabel flicken. Ja, aber... Handwerker King. Genau. Multifunktionstalent. Nein, aber ne, Fenrir bastelt und das wird kommen. Das wird... Ich denke mal, ich werde noch ein Video, das habe ich jetzt aber nur... Also das ist, ich habe das jetzt etwas ungünstig kalkuliert. Das war... Ich hatte eins angefangen... Dann hatte ich bei dem Projekt, hat das nicht ganz so hingehauen, wie ich das ursprünglich geplant hatte und habe gesagt, ach komm, musst du nochmal was neu drehen eventuell. Und dann ist mir aber dieses andere Projekt dazwischen gekommen, was für mich gerade in dem Moment wichtig war. Ich kann es ja schon mal spoilern, es geht um ein Sideboard für Spiele. Und das ist für mich gerade halt höchste Priorität, weil ich irgendwo hin muss mit meinen Spielen. Und deswegen wird es halt dieses Projekt geben, oder gibt es das jetzt aktuell. Das ist aber nicht das nächste Video, was ich machen will. Ich will vorher erstmal noch dieses kleinere Video dann fertig machen und dann schneiden und dann erstmal gucken, wie ich mit der Technik so klarkomme. Also, lange Rede, kurzer Sinn. 2 Projekte stehen, die werden demnächst dann kommen. Ich denke mal, irgendwann dann in Ruhe nach der Spiel. Jetzt bin ich dann auch erstmal vor der Spiel noch eine Woche im Urlaub. Ich weiß gar nicht, wann das Video ausgestrahlt wird. Vielleicht bin ich dann auch schon wieder da. Wahrscheinlich sogar. Ja, sicher. Es wird vor der Spiel kommen, natürlich. Ne? Wir machen hier, es ist live quasi. Ne? Ne? Also sprich... Ne, so in den nächsten Wochen nach der Spiel, denke ich mal, wird es dann damit losgehen und dann erstmal regelmäßig ist dann der Content gesichert. Ja, 10 Grundsätze, die deine Familie zum guten Spielen anregen. Sehr interessant, wie ich finde, hier drin. Ja. Was sind die denn? Lies mal vor, was ist der erste Grundsatz? Überdenke deine Einstellung zum Spielen. Ja, sollte jeder machen, ne? Absolut. Und was sagen die noch als guten Ratschlag? Spielen hat einen großen Nutzen für Kinder, Familie und die Gesellschaft. Nimm dir daher vor, die gemeinsame Spielzeit im Alltag zu priorisieren. Das ist ja richtig weise. Das ist doch fast schon ein schönes Schlusswort. Ermutige zum freien Spielen. Ja, der Hauptkritikpunkt an Lego im Moment. Es gibt immer mehr Sets, die eigentlich fast nur noch dafür da sind, um dieses Set aufzubauen, es dann wie im Museum irgendwo hinzustellen. Eigentlich ist ja das Coole an Klemmbausteinen, dass man die danach wieder auseinandernehmen kann und was anderes damit bauen. Wer verbietet das einem? Das verbietet einem niemand, aber irgendwie ist der... Also zum einen sind die Sets immer mehr darauf aus, dass man das weniger machen kann, weil halt viele Spezialteile mit drin sind, die halt einen konkreten Anwendungszweck haben. Es scheint aber auch einfach in der Fanbase nicht mehr so... Also es gibt natürlich die Leute, die wirklich sich nur darauf spezialisieren. Aber die meisten, die ich kenne, die sich so mit Lego auseinandersetzen...
Die sind eher so die Museumstypen. Also wir bauen ein cooles Set auf und stellen das hin und warten, bis es dann so Staub angesetzt hat und es die Kinder dann wegschmeißen können. Ja, aber es geht hier jetzt, ist natürlich ein Ratschlag an Familien mit Kindern und wie Kinder dann halt ermutigt werden sollen zum freien Spielen. Ich hatte damals nie ein Problem damit, aus meinen Steinen irgendwas zu bauen und auch mein Sohn nicht. Auch wenn er jetzt nicht so wahnsinnig großartige Dinge da jetzt gebastelt hat im Vergleich zu mir. Nein, für den war halt, der hat sich halt so kleine Gleiter und so gebaut und das hat ihm gereicht. Wir haben damals ja solche Schiffe gebaut. Ne? Und weiß ich nicht, Ölbautürme und. Problem bei Lego ist halt, dass die früher hatten die halt mehr Sets, diese Classic-Bausteinboxen. Die gibt es ja immer noch. Nur früher waren halt auch vernünftige Steine drin. Das ist mittlerweile zunehmend weniger der Fall. Es gab zum Beispiel auch bei Lego mal. Also ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel als Kind vor allen Dingen gerne Häuser gebaut. Ich habe immer gerne Häuser gebaut. Und ich kann mich entsinnen, es gab früher zum Beispiel auch so Sets, wo nur diese Dachschrägen drin waren. Sowas gibt es leider nicht mehr. Ich glaube, in der Basissteinbox sind noch 2 Dachschrägen drin. Ja gut, dann muss man das jetzt anders lösen. Und normale Steine sind da auch nicht mehr drin. Da sind dann halt nur noch irgendwelche, da sind natürlich schon ein paar drin. Es ist natürlich auch so, dass es heutzutage einfach viel, viel mehr Steine gibt. Als ich im Lego in der Kindheit gespielt habe, da gab es, glaube ich, vier Farben hatten die, ne? Blau, Rot, Gelb, Schwarz, Weiß. 5 Farben waren es, glaube ich. Was weiß ich, was es da an Farben Medium hat. Azur gab es da noch nicht. Mag sein, aber da habe ich auch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber so grau. Ich weiß auch nicht, wann jetzt welche Farbe eingeführt wurde und so. Auf jeden Fall kann ich mich durchaus an graue Steine erinnern. Es gab auch ein paar Transparente für Fenster und so. Und, genau, das war noch das alte. Das war noch das alte Grey. Mittlerweile gibt es ja Light Bluish Grey und Dark Bluish Grey. So ein bläuliches Grau, wie der Name schon sagt. Mhm. Ja, genau. Der dritte Punkt. Bewegungsspiele als Starthilfe. Was soll das sein, bitte? Was ist ein Bewegungsspiel als Starthilfe? Ja, so Kreislauf in Schwung bringen und sowas. Vorm Lego bauen. Ja, muss man erstmal auf. Kennt das nicht jetzt? Erstmal hier. Ja, hört man häufig. Zerrung vom Lego bauen oder so. Ich kenne Nintendo-Daumen, aber den Lego-Finger kenne ich noch nicht. Abwechslung ist enorm wichtig, ja. Sehe ich auch so. Man will nicht immer dasselbe spielen. Ich bin ein großer Fan von Marketing-Gewäsch, muss ich sagen. Ins Spiel eintauchen ist Punkt 5. Erinnerst du dich an den Moment, als ihr einfach mit dem Spiel losgelegt habt? Versuche genau diese Situation beim nächsten Mal zu wiederholen. Da fehlt mir die Kreativität gerade für mir. Das ist Mindset. Ne? Muss man erstmal. Also, ich meine, jetzt mal aufs Brettspiel übertragen. Ich kenne die Situation schon. Ne? Also man muss schon irgendwie dann auch in der richtigen Stimmung dafür sein, für das jeweilige Spiel, was man machen möchte. Ne? Also es gibt Tage, da habe ich bei manchen Spielen so dieses, da komme ich einfach nicht rein. Da macht es auch keinen nicht richtig Spaß. Manchmal hat man schon diese kribbelige Vorfreude, wenn man nur aufbaut, wenn man weiß, oh, gleich kommt das und das. Ah, aber da fehlt mir also wirklich vielleicht zen-mäßigen Möglichkeiten, mich in diesem Zustand bewusst zu versetzen. Vielleicht mussten sie krampfhaft 10 Grundsätze finden. Wahrscheinlich, deswegen hätten sie mal auf uns gehört und Top 7 gemacht. Top 7 ist immer besser. Ja. Erkenne das kreative Potenzial, das sich im Chaos verbirgt. Das ist ja persönlich mein Lebensmotto. ja, natürlich. Chaos ist immer gut. Ich weiß jetzt auch nicht, was das für komische lasse Fehler zu. Ist das jetzt an Kinder oder an Eltern? Das ist an Eltern, wie ihre Kinder richtig spielen. Braucht man da so einen Ratgeber für? Offensichtlich. Das machst du jetzt falsch. Das Teil gehört dahin. Genau. Helikoptereltern halt, ne? Komm, wobei ich kenne, das ist tatsächlich eine Sache, das kenne ich häufig aus dem Bekanntenkreis und so. Gerade um Weihnachten rum, ne? Wenn dann die Kinder irgendwas geschenkt bekommen, wo irgendwie Bauchspaß oder so mit verbunden ist und dass die Väter dann einkassieren und sagen, du kannst jetzt zugucken, aber. Genau. Ne? Ich mach das mal eh. Sei albern. Ja, genau.
Plant einen Familienspieletag. Ja, machen wir häufiger. Und häusliche Pflichten ein Kinderspiel. Was hat das jetzt mit Lego zu tun? Das ist ja auch pädagogisch wertvoll. Lästige Hausarbeit ist gleich viel lustiger, wenn du Musik auflegst und das Staubwischen oder das Zusammenlegen der Wäsche zu einer Tanzparty machst. Ja. Ich sag ja, mal, ich habe keine Kinder, das musst du wissen, ob das funktioniert. Ich habe es nie ausprobiert. Ich sage einfach, räum mein Zimmer auf, dann wird ein bisschen gemault, dann sage ich das noch zweimal und dann wird's gemacht. So. Ne? So läuft das hier. Ja, also Lego hat sich schon arg gewandelt, muss ich sagen, so im Vergleich zu was ich so aus meiner Kindheit kenne. Ja gut, ich habe jetzt natürlich auch Sachen für meinen Sohn gekauft, zwischenzeitlich mal. Der hatte... Hab ich. Tatsächlich so viel mit Ninjago oder so zu tun. Ja, aber sind schon... Friends finde ich auch so ein bisschen fragwürdig. Ja, das ist irgendwie... Also ich meine, wenn ein Spielzeug eigentlich ja genderneutral ist, dann doch wohl Lego oder alternativ Playmobil. Ja, warum soll... Also ich finde es auch albern, dass Mädchen... Im Grunde der Hauptunterschied ist, dass die eine etwas buntere Farbgestaltung meistens haben und vor allen Dingen, dass die eigene Minifiguren haben. Ja, vielleicht legen Mädchen da mehr Wert drauf, dass die Figuren halt menschenähnlicher aussehen. Ja, die haben jetzt mit Minifiguren natürlich überhaupt nichts mehr zu tun. Die sind auch größer, oder? Die sind komplett anders. Vor allen Dingen sind Mädchen ja dumm. Mädchen brauchen Namen für Figuren. Deswegen gibt es dieselben 5 Figuren in jedem Set mit einem eigenen Namen. Sag ja nicht, Mädchen sind dumm. Ne? Da hast du gleich wieder 1000 Daumen nach unten. Nein, das ist jetzt nicht meine Meinung, aber das scheint Lego so zu sehen. Deswegen gibt es die Figuren nicht als generische Figuren wie bei City oder so, sondern es gibt die halt immer nur mit dem jeweiligen Namen, was dann halt dazu führt, dass du immer dieselbe Figur da drin hast, weil es da halt nur 5 von gibt. Ja, ich sehe hier, Emma ist anscheinend sehr häufig vertreten, zumindest auf dieser Seite. Ne? Aber okay. Also das spiegelt in keiner Weise meine Meinung wider, es ist halt nur, so könnte man das interpretieren. Ne? Ja, aber generell... Vielleicht braucht man das, so einen Bezug aufzubauen. Dann ist ja sicherlich auch eine tolle Story darum. Und weiß nicht, vielleicht gibt es ja Filme, keine Ahnung. Ich meine, bei Ninjago ist das aber auch so. Da gibt es auch den Cole. Und weil da einfach eine Geschichte zu. Ja, bei Star Wars und auch. Das Lustige ist, ich persönlich schmeiße die Minifiguren meistens weg. Mich interessieren die Minifiguren so gar nicht. Ich will einfach nur die Sets haben. Und andere kaufen sich Sets nur wegen der Minifiguren. Genau. So sind Geschmäcker unterschiedlich. Ja, aber. Es gibt sehr viel mit Smartphones, wie ich jetzt so gesehen habe. Ne? Ja, die sind hier dieses Augmented Reality, dieses Hidden Sight, sind die im Moment durchaus. Aber das ist auch ultimativ langweilig, glaube ich. Weil wie funktioniert das? Du scannst mit deinem Handy dann das Set. Das musst du dann fertig aufgebaut dahinstellen. Dann erkennt er das, dass du das Set hast. Und dann erscheinen dann Geister und die muss man dann einfangen, so rund ums Set. Oh, mit dem Handy? Mit dem Handy. Ja, das ist halt Lego. Das ist halt... Ja, ich weiß nicht, Videospiel hat natürlich so einen riesen Raum eingenommen und es ist ja auch dieses, wie hieß denn das nochmal? Es gab ja von Lego auch jetzt das, was ja so Skylanders mal vorgemacht hat, wo man die Figuren dann auf so Dimensions. Eine Plattform stellt und dann Lego aber Dimensions. Hat sich auch nicht so richtig durchgesetzt. Das ist ja das, was ich dann bei solchen Sachen nicht verstehe. Anstatt seine eigenen Stärken rauszuarbeiten, dass man eben kein digitales Spielzeug ist, sondern ein analoges Spielzeug, was ja vor allen Dingen bei Eltern auch sehr zieht, ne? Zu versuchen, das ist halt sehr halbgar, ne? Das ist für Videospieler uninteressant, weil dafür kannst du halt absolut nicht genug. Und für die Leute, die eben gerade nicht wollen, dass die Kinder mit dem Handy rumspielen, ist natürlich ein absolutes Totschlagargument, warum man die Dinger besser nicht kaufen sollte. Vorteil ist, ich finde die Sets schön aus der Reihe. Das findest du schön? Ich finde den Friedhof cool. Ja, der Friedhof ist schön. Ja, ja. Ja, ist halt so Geistervilla und weiß ich nicht. Das ist hier so ein umgebauter Schulbus als Geisterjagd. Ja, gibt's da auch irgendwas filmmäßig zu, oder? Nee. Das ist Lego intern. Lego Movie. Creator. Ach, das Vestas Windrad. Das finde ich ja auch ganz cool. Ist mir nur deutlich zu teuer.
Windräder finde ich natürlich generell schön, aber sehen jetzt so ein bisschen unspektakulär aus, ne? Wenn es also wirklich. Ja, ich meine, gut, das Ding ist groß, ne? Also es ist schon 1 Meter hoch, ne? Ja, wie so ein Windrad, ja, eben groß. Da kann man auch tatsächlich sein Haus mit betreiben. Ja, mitunter haben die auch tatsächlich schöne Modellautos, wenn man so sieht, so hier so VW-Bus und so, Käfer. Ja, Creator-Export-Sachen sind immer schick. Ja. Sehen auch wirklich von Weitem zumindest wie so richtige Modellautos in der Vitrine aus. Also wenn man nicht ganz nah rangeht, da vieles jetzt gefliest ist, kenne ich ja auch nicht. Ja, das ist früher hatte alles Noppen. Genau. Ich bin da auch tatsächlich kein riesen Fan von. Ich mag immer Modelle, wo man auch noch die eine oder andere Noppe sehen kann. Ja, obwohl ist schon schön, wenn das glatt ist. Absolut. Aber das ist dann natürlich zum Spielen vielleicht nicht so wirklich pralle, wenn man die Figuren darauf ja nicht halten. Ne? Ja, die ganzen Star Wars Sachen. Wahrscheinlich werde ich mir dazu auch was holen. Ja. Oder hier Superhelden, ja. Yeah. Wäre ja eher so meine Sache. Weil die auch so da mitunter mittlerweile sehr abgefahrene Sachen haben, die jetzt. Ja, da muss man halt sehen, was einem da so zusagt. Also. Ninjago hat mal angefangen als so ein Kreiselspielzeug, ne? Wo man so quasi so seinen Kreisel aufbaut. Ich glaube, den Kreisel, die haben mittlerweile sozusagen ihren Reiz verloren. Es war ja wirklich so angelegt, dass du da so eine Arena aufbaust und den Kreisel da reinflitscht und dann Teile abmachst. Oder weiß ich, da war ich zu alt für zu dem Zeitpunkt und hatte halt keinen Nachwuchs, der sich dafür interessieren könnte. Die Minifigur in der Mitte musste da rausfallen oder so, okay. Dann hat man gewonnen oder so, weiß ich nicht. Und dann hat sich da was weiß ich für eine Welt aufgebaut, die sich jahrelang gehalten hat. Irgendwie Ninjago ist das, glaube ich, das bestverkaufte von Lego, so mit Star Wars zusammen, wobei Star Wars im Moment extrem schwächelt. Was auch daran liegt, dass die neuen Star Wars Sets größtenteils auch nicht so wahnsinnig gut sind. Overwatch. Ja, das ist auch eine der merkwürdigsten Lizenzen, die Lego sich jemals besorgt hat. Also, ich meine, nichts gegen Overwatch. Ich habe es jetzt persönlich, ist jetzt nicht meine Art Spiel, aber ist Overwatch wirklich so ein Ding? Wahrscheinlich haben schon alle abgeschaltet. Wahrscheinlich. Das sind meine Sets. Harry Potter? Ich bin ein großer Potterhead, gerade bei Lego. Potterhead, genau. Da kriegt man bei Lego wirklich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für ein Lizenzthema. Die Halle, die habe ich, die ist cool. Ich brauche noch hier die peitschende Weide und den Uhrenturm. Oh ja, oh ja. Sieh mal an. Wow. Ja, Harry Potter finde ich jetzt zwar natürlich schön. Minecraft. Das wiederum ist eine der sinnvollsten Lizenzen. Wobei, da kann man was sagen, warum überhaupt Lizenzen. Eigentlich müsste ja andersrum sein. Eigentlich müsste Minecraft Lego ja noch Lizenzgebühren bezahlen. Ne? Aus Blocks was bauen. Ja, was. Ja, Star Wars hat schon schöne Sachen, aber die sind natürlich auch alle viel, viel teurer, diese ganzen. Okay, das braucht jetzt kein Mensch wirklich. Sogar als Kind finde ich sowas, glaube ich, doof, wenn du quasi die Gleiter oder Raumschiffe in Mini-Format hast, aber dafür eine normale Mini-Figur draufsetzt, aufs Dach oder so. Ja, die kauft man, glaube ich, tatsächlich in der Regel, um die Figuren dann zu haben. Vielleicht, ne? Und dann ein paar Scheine. Der Rest wandert in die Kiste. Das von der dieses Pork. Ja, das ist echt. Ich finde die Viecher auch voll hässlich. Ich finde die nicht süß. Die haben jetzt, ich glaube, in dem Katalog noch nicht drin. Die haben jetzt einen coolen Yoda, wie ich finde. Der ist hier drin, glaube ich. Ja? Ja. Oh, das ist auch eins der fiesesten Sets überhaupt. Ich war erst angetan, weil R2D2 finde ich ziemlich cool. Die Boost-Variante davon. Aber die ist auch so albern teuer. Wie albern teuer, ich sehe ja 200 Euro kostet der Spaß und ich weiß nicht, der ist so groß. Kann man den dann ferngesteuert? Ist so ein, sogar mehr als nur ferngesteuert, ist tatsächlich so dieses Mindstorm-Ding ist damit, also nicht der Mindstorm-Hub, aber sowas ähnliches. Ist halt Mini-Mindstorm quasi. Ja, Lego Technik hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Hat mich nie so fasziniert. Mindstorms selber? Okay, das sind jetzt die Architecture-Sachen, ja. Die ich auch manchmal ganz schick finde. Ja, ich habe die chinesische Mauer davon. Das Stück der chinesischen Mauer. Genau, ja, die ganze. 1:1. Kann man dann nach Belieben wiederholen. Ja, die kannst du auch mehrfach kaufen.
Okay, du kannst ja aber nicht alle aneinander puzzeln. Doch, weil doch, da gibt es sogar in der Anleitung dann quasi, wie man das machen muss. Ja, aber das hört ja viel tiefer auf der einen Seite auf, als es an der anderen. Ja, da musst du dann eins versetzt dagegen setzen, dann geht das wieder hoch und dann kannst du da wieder das andere gegensetzen. Ist auch ein bisschen langweilig, wenn das dann immer das selbe ist. Ja, schon. Ist ein guter Teilespender, da sind coole Teile drin für, wenn man es, Lego ist auch so ein Produkt, was ich vorhin schon bei Spielen sagte, bei Lego noch viel mehr, bloß nicht bei Lego direkt was kaufen oder irgendwie bei, also zumindest keine großen Sets einfach mal so bei Real oder wo auch immer einfach mal einpacken, die kriegt man also unter 30% würde ich keinen Lego, Rabatt würde ich kein Lego kaufen. Gerade bei Architektur würde ich auch empfehlen, guckt euch mal Wangi an, die haben richtig coole Architektursets für deutlich besseren Kurs. Also ich glaube, dieser Yoda, den du meinst, der ist ja tatsächlich noch nicht drin. Aber dann habe ich den vielleicht im Internet irgendwo gesehen. Womöglich. Kam jetzt am Triple Force Friday raus. 3. Oktober. Nö, ist nicht. Aber das ist halt so ein... Ja, wie nennt man Statue so... Ja, ja, genau. So hoch, so mit Lichtschwert, ja. Also aus Teilen zusammengesetzt. Sowas finde ich immer spannend. Wenn der ist auch sehr noppig. Also das finde ich durchaus... Geht, ne? Ja, aber tatsächlich die Sachen, die früher so im Schaufenster standen bei so Läden, so große, also wirklich vom Boden aus so große Tiere, Löwen, was weiß ich, aus normalen Legosteinen gebaut eben, den größeren Bricks. Das fand ich schon sehr faszinierend. Das ist das Problem, ne? Wenn du da irgendwie die Proportion einigermaßen hinbekommen willst, dann muss das Modell entsprechend riesig werden, ne? Ja, und man muss dann eben die Steine haben, das hat man als Kind leider in der Regel nicht. Das auch ist als Problem. Erwachsener. Ja, da gibt's ja durch, so irgendeiner muss sie ja bauen. Das ist richtig. Und so, aber ich sag mal so, ne, also das sind dann schon mehrere 10.000 Euro, die so ein Ding kostet, ne? Na gut, dann kann man es ja auseinandernehmen. Für einen Stein kannst du mal grob rechnen, so zwischen 10 und 20 Cent. Aha. Wenn du dann, ne, 40, 50, 60, 70, 100.000 Stück davon verbaut hast, und die großen Modelle haben meistens solche Teilezahlen. Sind die vielleicht in Hohle? Wer weiß. Ja, bestimmt. Ich glaube nicht, dass die massiv aufgebaut sind. Ich habe letztens eine super geile DS9 gesehen. Ich bin ja sowieso absoluter Trekkie. Deswegen die Star Wars Lizenz interessiert mich leider sowieso nicht so richtig. Wobei der Millennium Falcon von Lego schon cool ist. Der Star Destroyer ist auch ziemlich geil. Aber die sind mir einfach dann doch deutlich zu teuer. So viel Geld gebe ich da nicht dafür aus am Stück. Es kommt jetzt wieder ein kleinerer raus, ne, neu. Der Millennium Falcon, der neu, ja. Ja, den habe ich auch ein bisschen am Schirm. Also wenn der irgendwann mal zu einem coolen Rabatt so ab Hälfte, oder sagen wir 40% Rabatt, würde ich den glatt mitnehmen. Jo, das ist ja dann immer noch, weiß ich nicht, 40% da drauf. Ja, ich glaube, der hat die Liste 140 kostet der, glaube ich. Das wäre dann... Roundabout. 40%. 60 Euro etwa, oder? Von 140. Was weiß ich. Moment. Gott. 14 mal 4. 48 Euro Rabatt wären das dann. 48, okay. Ja, dann kann also man. Also roundabout um die 100 würde ich zuschlagen, vielleicht. Weil wenn ich mir so vorsage, 100 ist dann auch schon sehr, sehr viel. Nein, aber was ich noch kurz sagen wollte, die DS9, die sah auch absolut nicht mehr nach Lego aus. Die hatte aber auch weit über 100.000 Teile, glaube ich. War das so ein. Lego hat doch gar keine Star Trek-Lizenz. Nee, das war ein Mock. Es gibt ja so Ausstellungen. Was ist ein Mock? My Own Creation. Das ist dann halt, wenn dann halt Fans dann sich selber Sets ausdenken oder selber Modelle ausdenken und die dann bauen entsprechend. Kann man auch meist Anleitungen runterladen oder kaufen dann häufig auch. Gibt es halt ja von Lego auch viele Ausstellungen. Das war von dieser, die irgendwo in Dänemark ist die. So die größte Ausstellung für Lego. Da kommen sie auch aus aller Welt hin. Und der Typ steht in der DS9 drin dann. Also der steht hinter dem Modell und das Modell ist halt ungefähr so hoch wie er selber. Also ich schätze mal so ganz grob knapp 2 Meter hoch und wahrscheinlich 4 Meter Durchmesser. Leute mit zu viel Geld und zu viel Zeit. Genau. Oder? Ja, also diese Ausmaße finde ich schon etwas skurril, wenn dann wirklich... Lego hatte letztens, das war ein PR von denen, ein PR-Bild, groß. Das war groß im wahrsten Sinne. Die hatten einen X-Wing. Und zwar in Lebensgröße. Haben sie irgendwo, glaube ich, in der Schweiz oder so, oder Österreich war es, haben sie irgendwo auf so einen Berg draufgestellt. So wahrscheinlich um hier die was? Hoth? Wo der Eisplanet? Hoth ist der Eisplanet. Wahrscheinlich deswegen haben sie es da hingestellt. Faszinierend. Also wirklich, da hätte man sich einsetzen können. Ja.
Die haben ja auch den Bugatti hier von Technik, haben sie 1:1 nachgebaut, sogar mit fahrbar, mit Lego-Motoren. Irgendwie, weil nicht 100 Stück oder 2000 oder wie viele auch drin waren. Wow, wow, wow. Ja, da kann man schon eine ganze Menge so machen. Das wird man hier wahrscheinlich nicht sehen. Das werden kleinere Sets sein. Das ist ja jetzt hier sowas auch relativ Aktuelles von der Weltraum-City, Weltraumsache. Ja, aber da werden halt so ein paar Sachen kommen. Vielleicht bastelst du ja auch mal was zusammen oder wir reden mal kurz drüber. Aber wirklich, das ist nur eine Randerscheinung. Ja? Genau, ich glaube, das war jetzt schon... Das war schon viel zu viel eigentlich wahrscheinlich für euch. Ja. Wobei ich erstaunlicherweise, das ist ja das Lustige, ich habe den einen oder anderen YouTuber aus unserer Sparte auch schon in den Kommentarsektionen bei den Lego-YouTubern gesehen. Ja, sicher sind da deutlich Überschneidungen, sag ich mal. Und das ist ja auch eine wunderbare Form von analogem Spiel. Also, passt. Und es gibt natürlich auch noch die Lego-Spiele, die ja die perfekte Fusion dieser beiden Hobbys sind. Obwohl die fand ich selber so spielerisch eigentlich ehrlich gesagt nicht so gut. Weil sie sich wahrscheinlich auch an Kinder von 8 Jahren richten. Ja, ne? Man müsste sich vielleicht mal selber dran setzen. Mit Lego-Spiele bauen? Ja. Ja, kann man ja mal machen. Bretter oder Material... Klar, das kriegt man hin. Man muss halt nur ein gutes Spiel dazu machen. Das ist richtig, ja. Gut. Ja, dann haben wir, glaube ich, auch genug geredet. Genug geredet. Für die Sonderfolge. Genau. Ach nee, das war ja die reguläre von die nächste ist jetzt die Sonderfolge. Mal gucken wir mal. Schauen wir mal. Schlingt schon wieder der Akku. Mein Gott, haben wir so lange gequatscht, ey. Unglaublich. Oder der Akku ist hinüber. Wahrscheinlich. Ich glaube. Oder eine Mischung aus beidem. Nichtsdestotrotz, also Spiel... Das ist ja mal das Hauptthema, da sehen wir uns dann hoffentlich. Ich merke, also es kribbelt immer mehr, je näher sie rückt. Am Anfang habe ich so gedacht, oh, irgendwie wird sich noch nicht so ganz die Begeisterung einstellen. Jetzt ist sie voll da und ich denke mir, verdammt, jetzt muss ich noch 2 Wochen warten. Ja, das ist schon schlimm. So, ja, so langsam möchte ich, dass es losgeht. Genau. Ja, also, wenn es euch gefallen hat, dann liked das Video und unterstützt uns, wenn ihr wollt. Teilt es vor allem. Macht eure Freunde darauf aufmerksam und ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt, trotz Klemmbaustein-Teil. Und ja, dann sehen wir uns auf der Spiel oder eben direkt nach der Spiel hier im nächsten Podcast. Ne? Mach's gut, bis dann. Ciao.